Der junge Karajan, damals noch jung, kam also mit einer völlig anderen Gestik zum ersten Mal nach Wien und hat auf seine Art fasziniert. Er war wirklich mit Furtwängler ein kühlerer Typ, aber er hatte eine Fähigkeit, das Publikum mitzureißen und vor allem eine fantastische Gestik, weit ausholend, der junge Karajan später immer sparsamer und eine unglaubliche Beherrschung des Orchesters bis ins Letzte. Also er konnte bei den Proben wirklich alles rausholen und einen spezifischen Karajan-Klang, möchte ich sagen, erzielen, der vom Furtwängler-Klang sehr verschieden war und war natürlich mit Furtwängler in Konkurrenz schon damals. Das waren die zwei großen Dirigenten. Und dann gab es so also einen riesen Krach, weil Karajan die Matthäus-Passion dirigierte und verboten hat, dass Furtwängler die mit dem gleichen Chor auch dirigieren dürfte. Und Furtwängler war mit Recht, glaube ich, darüber empört, dass man ihm den Chor nicht gegeben hat, und hat alle seine Ehrenämter bei der Gesellschaft der Musikfreunde niedergelegt und ging dann zur anderen Gesellschaft, wo er eine unvergessliche Matthäus-Passion dirigierte. Das ist also nur die Vorgeschichte. Vom Karajan ist mir in bester Erinnerung sein erstes Konzert. Da waren die Höhepunkte, das heißt, alle drei Höhepunkte waren es. Haydns letzte Londoner Symphonie, D-Dur, fabelhaft. Eine Präzision, es ist etwas völlig anderes. Dann ein Richard Strauss, Don Juan und die erste Brahms-Symphonie. Ja, also dann natürlich von ihm, mit ihm zu spielen, war also ein Ereignis. Und Sie haben ja gehört, mit Furtwängler eine Probe 1,5 Stunden vor dem Konzert und es ging wunderbar. Mit Karajan eine Woche mit Klavierproben vor dem Konzert und ich hatte das Werk gut vorbereitet. Es war César Franck, die symphonischen Variationen, Variation Symphonique, wie es richtig heißt im Titel. Und er sagte, nein, nein, das muss man ganz anders machen. Und er singt es mir vor, spielt es mir vor, gleich den ersten Einsatz. Das musste ganz genau also auf seine Art gemacht werden. Es war faszinierend. Ich bekam also eine Woche, obwohl ich inzwischen ja schon bei Edwin Fischer recht gut Klavierspielen gelernt hatte, bekam ich Klavierstunden. Es war aber für mich faszinierend. Ich habe mich damals mehr, als ich es in späteren Jahren getan hätte, ganz dem Maestro angepasst, weil ich wollte, dass wir wirklich, erstmal war ich neugierig, wie fasst er das auf, und seine Auffassung war echt symphonisch. Und vor allem habe ich ihm etwas zu verdanken, was ich vielen jungen Künstlern weitergeben möchte. Man kann auch mit dem größten Symphonieorchester, wenn es vorgeschrieben ist, pianissimo, ganz leise spielen. Wenn das Orchester leise genug ist, kommt das Klavier durch. Wir Pianisten, aber auch Geiger, haben oft die falsche Vorstellung, großes Orchester, großes Saal, da muss ich auch bei den leisen Stellen ein bisschen mehr Ton geben. Das war zum Beispiel eines der großen Ereignisse. Und das andere war natürlich Wert auf höchste rhythmische Präzision. Also er hat mich diese eine Woche schon recht geplagt, aber es wurde dann ein tolles Konzert, muss ich sagen.